Willkommen zu einer neuen Serie Pimp My House. Wie du hier siehst, bin ich hier schon vorangeschritten. Jetzt ist ja eine Schlüsselstelle fertig geworden. Mir fällt echt ein Stein vom Herzen, weil das war echt wirklich eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und das will man auch alles wirklich tiptop und picobello und auch schön haben. Das Ganze hier, ne, das muss ich wirklich auf einen Millimeter, dass das genau in diese Schiene hier reinläuft, dieser Vinylboden, also das muss ich genau zuschneiden. Dann ist es so gewesen, dass genau hier, da war das mit der Ausgleichsmasse nicht so richtig, weil man da nicht so hinkam. Auch jetzt kommt man da so schlecht hin. Da ist es quasi, ist eine Beule gewesen, das ist eine Delle gewesen, habe ich erstmal mit Acryl noch wieder ein bisschen was angespachtelt, dann habe ich noch mit Baukleber, mit so Pünktchen gearbeitet, hier kommt ja keine Belastung hin und jetzt habe ich das wirklich mit einem Baukleber, der relativ starr ist und nicht flexibel, da kann den drücke ich in eine Position hin und da bleibt er dann auch und dementsprechend habe ich diesen Übergang hier. Das ist, wie gesagt, eine ganz heikle Geschichte gewesen. Auch hier muss ich jetzt nochmal wieder ein bisschen nachdrücken hier, die Ecke, dass das hier alles auf einer Ebene ist. Und dann ist wirklich die Ecke, das war meine einzige Sorge hier. Der Rest ist Kindergarten hier, das wird so weggelegt hier, die viereckige Fläche. Aber das muss jetzt hier erstmal antrocknen einen Tag, weil das habe ich jetzt hier hochgebockt, das Geländer. Wenn ich das runterlasse, hier drücke, dann kann hier auch wieder eine Naht entstehen, weil das nach hier hin ausläuft. Dann wäre das hier auch ein bisschen tiefer, deswegen lasse ich das jetzt über Nacht noch trocknen. Ne, weil ich mit dem Kleber, das soll man eigentlich nicht, aber im Notfall eben, das ist ja wie gesagt hier nur die eine Ecke gewesen. Da habe ich ein bisschen was mit dem Kleber ausgeglichen und ja, ist mir aber sehr gut gelungen. Also wie gesagt, das ist überhaupt nicht auffällig, also man sieht es überhaupt nicht, dass da irgendwie was... gepflegt oder nicht hundertprozentig passt, weil man tritt ja sowieso hier nie hin, da merkt man sowieso nicht, dass das da ein bisschen nach oben geht und ja, das hier passt auch super, das habe ich ja auch ausgeschnitten und jetzt ist es so, jetzt kann ich ja die Vinylplanke, ich fange quasi hier bei der Schiene an, lege die in die Schiene rein und lege sie dann nach hier weg, weil hier habe ich ganz viel Platz, hier habe ich einen halben Zentimeter Spiel. Und auch hier, die Planke, weil ich ja hier schon angesetzt hatte und der Boden ja schon verlegt war, musste ich das genau da auf die Schiene zuschneiden. Auch hier diese Stelle ist auch relativ knifflig gewesen, da musste ich auch ganz genau messen, wirklich auf einen Millimeter genau. Das mache ich auch manchmal, dass ich mir dann wirklich hier, wo habe ich es denn? Ganz normales Geodreieck nehme, weil das tatsächlich ein bisschen genauer ist als ein Zollstock und oder hier so ein Winkel, beziehungsweise genauer nicht, aber man kann da etwas feiner drauf gucken, weil das ein bisschen flacher ist. Und wenn man jetzt allein, wenn man genau von oben guckt oder von hier oder von da, dann ist es teilweise schon ein halber Millimeter Unterschied und das ist bei solchen Aufgaben wirklich wichtig, dass es da ganz, ganz genau ist. Das lasse ich jetzt, wie gesagt, bis morgen hier so stehen. Und das war's dann. Ja, jetzt habe ich noch folgendes Problem, das werde ich heute auch noch angehen. Ich komme in die Ecke nicht, da ganz oben. Also von hier aus komme ich mit einer Leiter bis hierhin und da hört es dann auf. Also diesen Bereich erreiche ich nicht und von hier bis hier erreiche ich auch nicht. Ne? Den erreiche ich noch ein bisschen von da. Also wie gesagt, diese ganze Ecke, ne, bis da irgendwie da schräg kriege, komme ich hin und da unten auch wieder nicht. Jetzt muss ich mir ein paar Hilfskonstruktionen bauen. Das heißt, ich werde hier ein paar USB-Platten, ich werde hier richtig so eine Art Gerüst aufbauen, auf der Treppe, auf den Treppenstufen aufliegen, wo ich dann mit einer Leiter mir die so anlehnen kann an die Wand und dass ich hier die Acrylfuge machen kann, weil sonst komme ich hier wirklich nicht hin. Streichen ist gar kein Thema, das mache ich mit dem Teleskop, aber wie gesagt, das mit dem, ja... Der Acrylfuge wird wirklich schwierig. Ja, da sitze ich jetzt wahrscheinlich einen halben Tag bei, eine sichere Konstruktion zu bauen. Wie gesagt, bei solchen Sachen, wenn man hier abstürzt, dann ist das echt nicht lustig. Und wenn man dann da ganz unten noch hinklötert, da bum, 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 und mit dem Auge auf die Spitze da fällt, dann wäre das natürlich ganz doof. Aber wie gesagt, das wird jetzt hier eine sehr sichere Konstruktion hingezimmert, damit ich das da vernünftig abschmieren kann. Und dann werde ich für den nächsten Tag wahrscheinlich hier die Acrylfugen machen und das Stückchen Boden hier zu Ende legen. Das ist in einer Stunde, denke ich, fertig. Oder vielleicht in zwei Stunden. Hier ist nochmal wieder so eine bisschen knifflige Ecke. Da, wegen dem Winkel, da muss das ja auch genau reinlaufen. Aber wie gesagt, das hat hier auch gut geklappt. Warum soll es hier nicht auch gut klappen? Gut, ja, dann verabschiede ich mich mit diesem wunderschönen Bild hier und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.